Ich will nicht Rain im Team haben. Geh weg. So. Ja, scheiße. Das ist doch jetzt Kacka. Wir haben keinen. Ja, Das ist jetzt alles scheiße. Nicht kämpfen? Okay, ich habe mir gerade Sorgen gemacht. Was ist, wenn Mekkon kommen? Ich habe keine Monados mehr. Hi, Kapunga. Von 2 auf 0. Ist so. Na, aber die Frisur ändert sich. Crazy. Oh, diesen Tisch. So. Ja, komm. Quick Travel? Nicht? Ich musste echt. Ah, ich kann. Doch, nein, okay. Dann passiert zwischendurch was. Oder die lassen mich echt den ganzen Weg laufen. Was mich nicht wundern würde. Ist der Typ auf YouTube zufrieden, dass zumindest Fiora nicht nackt ist? Er hatte mir noch vorgeworfen, dass ich... Ja, du! Er hatte mir vorgeworfen, ich weiß, dass er die Videos guckt, dass ich mir die Outfits ja gar nicht angeguckt haben kann, weil ich ja gesagt hatte, ich habe mir die angeguckt, weil die roten Punkte ja noch da sind. Als ob ich, pass auf, ihr müsst euch jetzt vorstellen, um mir ein ganzes Outfit anzugucken, müsste ich das machen bei jedem Charakter. Cool. Cool. Als ob ich das so mache. Ich habe mir natürlich ein Video angeguckt. Nein, ich will die ja dann ganz sehen. Ich will das ganze Outfit dann ja sehen. Das mache ich doch nicht in-game. Ich hatte zwar Urlaub, aber so viel Bock hatte ich dann da auch nicht drauf. Will ich jetzt runterspringen, um das zu holen? Drüber nachgedacht, das Item dahin zu holen. So viel Spaß wollte Nefi dann doch nicht haben. Ja, ich mag Spaß nicht. Das ist ganz schlimm. Und das ist ja dann nur ein Char, ne? Du musst dir halt vorstellen. Das sind jetzt zig Outfits. Ne? Für Ricky. Und das musst du ja dann bei jedem Char machen, um das bei jedem Char mal zu sehen. Und ich habe einfach nur, wie viele Charaktere haben wir? 7 Videos geguckt. Und konnte die auch durchskippen auf doppelter Geschwindigkeit. Und alles, wo die Charaktere halt, wo die eingeblendet waren, direkt mit dem ganzen Outfit, weil sich ein anderer die Arbeit gemacht hat. Danke dafür. Eine Quest. Yes. Verwende die Waffenpulle zum Kontrollturm der Zentralfabrik. Aber
Aber ich laufe da doch jetzt nicht hin. Muss ich das jetzt machen oder ist die danach noch da, wenn ich jetzt mit ihm rede? Ach du Scheiße. Oh nee. Ich will in den Ventilator springen. Ja moin. Quest war davor schon da. Aber ich kann doch die ganze Zeit schon nicht quick traveln. Das ist bestimmt nicht wert, oder? Aber sag mir, dass es das nicht wert ist. Keksklingen. Klingt erstmal gut und sie sind blau. Das ist gut. Lohnt schon. Ist okay. Ich würde es nicht sagen, dass es komplett wasted war. Klar bekommt man noch bessere Waffen. Aber für den Moment rede ich mir jetzt einfach ein, dass es gut war. Nicht. Und Bion ist schon kaputt. Hat sich das gelohnt, die Waffen zu holen? Ist halt immer mega geil. Ah ne, Mekonis. Mekonis wird ja zerstört. Der Bionis ist ja, Sansa will ja gerade den Mekonis kaputt prügeln und ja. Alles Leben aussaugen. Aber guck mal. Obwohl, der will die Welt ja nur resetten, ne? Der will nur den Reset-Knopf drücken. Das heißt, wenn der alles aufgesaugt hat, lässt er einfach neues Leben entstehen. Und dann kann er wieder saugen. Das ist eigentlich, ja, ist ein bisschen doof gelaufen jetzt mit dem. So. Zurück ins Dorf. Stubborn mortals. So desperate to cling to your pathetic lives. Even when there is no hope for you. Lass die Hand ab. Never. But hear this, Sansa. They will judge me not in life, but death. Der hat seine Hand in seinen Bauch gesteckt. Ja, also die Mekonis-Welt ist gerade ein bisschen am Arsch. Da müssen wir ein bisschen umdekorieren. Da müssen wir jetzt auf den Rücken bauen.
Ah, kommt drauf an, wie tief dieser Ozean ist, weil die können ja stehen. Und die Füße sind nicht so krass weit im Wasser. Das heißt, kann sein, dass der Rücken da noch rausguckt. The McConaughey's! Thank you! Look, starboard! What's that cloud? Cloud? Final Fantasy 7? Wir sind gerettet. Oh, Telethias. It's Telethia! Das belasten. You're not getting away! Dixon! Listen, it's over. Time for you all to return to the Bionis. Nice and quietly. That's enough! Why, Dixon? What made you like this? Shulk looked up to you, respected you! Dixon! Don't let Zanza control you! Wake up! You can quit your belly aching. I'm in total control. I've always been like this. Ever since long before any of you lot were born. Das dachte ich mir nämlich, dass er schon sehr lange lebt. Before we were born. Now you get it. It's just like Egil said. I'm Lord Zanza's disciple. Dixon of the Trinity! Serenity Telethia. Let's go. Wo sind die anderen beiden? Weiß ich, ja genau, wo sind denn die anderen? Aber stimmt, hat Dunlan sich nie gewundert, dass der nie altert? Das hätte ihm doch auffallen müssen. Ricky! Danke. Wir haben da so ein Fesselproblem. Gut umgeworfen! Ricky, heilen! Okay. Scripted. Alles cool. You waste of space! Not so tough without Shulk, eh? Stupid beast! You should be grateful! Not everyone has a war buddy like me to lead them along. Tasted good, didn't they? The victory drinks we used to share. I'll kill you! What? Who was that? Show yourself! Melia, are you all right? Brother! Kallion! Dixon! He works for the Bionis! He shot Shulk in the back! Is this true? Dixon? Uh-oh. This ends here. Your Telethia are no match for our Havres squadron. You cannot win! Maybe you should be concentrating on your own people instead of barking at me. Looks like you've forgotten your destiny. Right? Lurethia? Oh, sie gehört auch zu den Aposteln. Are you involved in this as well? Oh. Your Highness, your naivety is quite charming, but it is also your undoing. Oh, shit. I had much fun playing with you and your father. What? What is this blight? Wo ist der dritte?
Ether particles emitted so that the Bionis can be destroyed and reborn. What do you get if you cross high concentrations of ether? Das wäre crazy. No, you wouldn't. Lorathea! Awaken, my darling pets! What? Das ist mies. Mies. They are Telekia. Brother! Hey, Wiki, don't even fight! Lorathea! Elvis? Let him go! You misunderstand, child. Nein. This is the reason why High and Tier are born. Der hat sich so gut mit Dixon verstanden. Kann ja eigentlich nur Elvis sein. It's just like she says. The High Entia are a race created by Lord Zanza to eliminate any annoying life forms in the preparation for the rebirth of the Bionis. Their bodies contain a gene that, when the time comes, transforms them into Telepia. It can't be. Say it isn't so. Melia, it is true. That is why you are our only hope. Brother? Whatever. We won't be needing a half-breed like you anyway. I mean, if you don't turn into a Telepia, it just means you're gonna get crushed by one. That's the only thing you're good for. Rise up, pet. Do my bidding. Kill your lovely sister. Brother! Was für ein kranker Scheiß jetzt noch abgeht. Just hold on! I'll find a way to save you! Melia! So sorry! I always placed such a heavy burden on you. Don't take my brain thing, brother. Das ganze Spiel so Kram, wo du denkst, ja, relatable. Und am Ende sind die nochmal richtig ausgerastet. Nochmal richtig ausrasten. The burden meant for you brings a tear to my eye. These moments are to be treasured. Brother! Melia! Father's wish and the future of the High Entia are in your hands. Yours and Shulk's. Telepia! Destroy him! Dixon! I got it. Too late! Damn him! Good boy. Hier wird auch alle 10 Minuten gespeichert gerade. Regnet das draußen? Ich glaube, es regnet. Where am I? Naja, das mit Dixon wurde ja schon die ganze Zeit angedeutet. Oh. So I'm... What was I doing? Es irre. What was the purpose of my life?
No. I've got it wrong. I was never alive. It was Sansa. All along. Deswegen hat er auch diesen Traum gehabt. Everything I did was... Do you want to say pointless? Elvis. That voice. Nobody else can decide that. Only you. Na, er war am Leben, ne? Bis zu dem Punkt, wo Sansa in ihn reingegangen ist. Also, er existiert ja wirklich. Also, ne? Also. Eigentlich, ich will. Shulk. Here. Mikal made you a wonderful new weapon. Ooh. Since you lost your Monado, I mean. It uses the latest Machina technology. Use it when you wake up. Then, let's all go on living. We've relocated the Hyentia and the Nopon refugees to Colony 6. Thankfully, the Mekon did us a favor by fortifying it for us. It should hold out for a while. It's ironic. We want to escape Sansa, but we can't leave his body, the Bionis. Well, this is our home. Princess, I have to know. Should we be worried about the evacuated Hyentia? I cannot be sure, but I believe not. All those who survived are part Homs like me. Understood. If they ever do transform, I will be among them. If that time comes, you know what to do. Are you sure? Everyone is obliged to accept their fate. No way! There's no way Kallion would leave the fate of the Hyentia to you if that was gonna happen. Precisely. And Melia, if we are to survive, we must fight Sansa and the Telethia. It may not be the case with all of them, but a large number of Telethia were once Hyentia. Your subjects and your brethren. I am prepared for that. Ich lach wegen Lou, nicht wegen dem Spiel. Even if it means harming my brethren, it is for the protection of the survivors. That is the final wish of my father and brother. I will fight to free the souls stolen by Sansa. You're a fighter, Melia. We will need all your strength in the fight ahead. How's Shulk? He's going to make it. His wound has closed. I think Mayneth used the last of her power to protect him. So he's okay? Lynarda is tending to him now. Fiora? He won't wake up. It's like his consciousness has sunk to the bottom of a cold, dark lake. I keep saying his name, but he doesn't respond. Sansa's gonna pay for this. What if the Telethia attack? Then we'll have to fight without Shulk. That's why we've strengthened our defenses. That weapon I made should come in handy as well. We're backed into a corner, but we'll give it all we've got. Can your resistance truly achieve anything? What do you mean by that, Alvis? Exactly what I said. We were all born of the Bionis, of Sansa. It is Sansa's will that the Telethia return us to the body from whence we came. Whether we die of old age or in battle, we all eventually return to the Bionis. We cannot escape this fate. Am I wrong? You've got it backwards, man. Just because he thinks it doesn't make it so. We decide whether to keep living or not. I agree. Even though he's our creator, that doesn't afford him the right to take our lives on a whim. But that is the thinking of a Homs. He is a god. Such morals cannot apply to gods. So you think we should just shut up and die? If that is the fate decided by a god,
You are mistaken if you think we will simply accept such a fate and wait to die. We'll never stop fighting, not till the end. To Zanza, the outcome is the same. Thus, your logic is flawed. It ain't the outcome that's important. It's the will to fight back. Even if you die in vain. Alvis! Whose side are you on? You scared or something? Frightened of a few Telethia? Stop this. There's no point fighting amongst ourselves. Viola. Sorry. I need to go and get some air. Jetzt bin ich alleine. Ihr? Und es gibt Quests. Was ist denn hier los? Yes? Es gibt Bücher. Lass uns Bücher kaufen. So. Und sie wegschmeißen. Hallo. Wieso habe ich Blitzruf doppelt? Jetzt bin ich im Endgame. Kann ich wieder ganz viele Nebenquests annehmen. Freude. Die meisten Quests beinhalten Level 80 oder höhere Gegner. Wie ist das so? Dann ist die... Cool. Dann ist das so. Ich kann immer noch nicht quick traveln. You fucking shitting me. Okay, wir machen im nächsten Stream weiter. So. Ich kann nicht quick traveln, weil ich alleine mit ihr bin. Also, es macht schon Sinn, aber. Okay. 6,5 Stunden. Damn.